Und damit hallo und herzlich willkommen bei Kingdoms of Amalur. Das ist hier die vierte Folge. Wir haben gerade den Troll besiegt, aber es ist einiges anders. Ja, ich habe einiges zu erklären und deswegen wird das hier eigentlich auch eine kleine Folge, wo ich mehr erkläre als spiele. Es wird ein bisschen was neu kommen. Nach diesem Intro war es jetzt ja eigentlich. Das war ja jetzt nur ein Vorspiel und so. Jetzt geht das Spiel ja, denke ich, erst richtig los. Hoffe ich zumindest. Wir haben jetzt ja quasi erst die kleine Einführung bekommen. Wir gehen jetzt mal auf die Alistair-Lichtung. Ich habe viel zu erzählen, weil ich echt auch viel, weil echt viel passiert ist. Und, was halt so passiert ist. Also ich fange mal an. Wir machen gleich den Stufenaufstieg auch noch. Wie schon gesagt, diese Folge werde ich eher so ein bisschen erzählen, was mir so alles passiert ist. Aber okay. Ja, ich habe schon ungefähr 1,5 Stunden aufgenommen. Und zwar vor 2 Tagen. Ja. Also ich nehme heute auf und hau die Folge, diese Folge auch heute raus. Ich müsste so ungefähr vor 2 Tagen einmal 1,5 Stunden aufgenommen sein. Wir waren hier auch schon. Wir waren aber auch schon bei einem ganz anderen Dorf. Hatten ganz viele Nebenquests. Also ich weiß schon, was die nächsten 1,5 Stunden passiert. Ja, dann kam natürlich das Missgeschick. Irgendwas musste mir natürlich mal wieder was passieren. Und zwar haben wir einfach mal schöne 1,5 Stunden Schwarzbild aufgenommen mit Ton. Da ich euch das nicht zumuten will, dass ihr so etwas euch anschaut, habe ich mir gedacht, ja, nimmst du mal nochmal auf. Habe ich dann am nächsten Tag nochmal aufgenommen. Ja, ich wollte einen kleinen Rat aus den Kommentaren berücksichtigen. Und zwar gesagt, dass wir mehr Wachen brauchen. Mir fällt gerade nicht mehr der Name ein. Hat gesagt, sind wir wirklich sicher? Also der Ton, also ich war laut und der Sound allgemein war ziemlich leise. Deswegen man den Sound halt nicht so richtig gehört hat. Ich habe gedacht, okay, dann machst du den Sound mal ein bisschen leiser. Oh, Statischer Hammer. Okay, geil. Machst du den Sound mal ein bisschen leiser, lauter und mich ein bisschen leiser. Es hat richtig gut funktioniert, denn als ich das zweite Mal die 1,5 Stunden aufgenommen habe, weil ich ja Schwarzbild nicht wollte, dass ihr das anguckt, hat man mich nicht mehr gehört, sondern nur noch den Sound. Bravo. Ja, wie das kommt, dass ich habe, ich weiß nicht, was passiert ist, weil in der Testaufnahme das ist mega klar so. Mit den Einstellungen, die ich gemacht habe. Und dann in der Aufnahme war mal wieder alles richtig laut. Ich hoffe, jetzt geht das. Ich hoffe es, weil, okay, jetzt ist es nicht so schlimm. Wenn das jetzt nicht ist, dann ist es einfach ein zweites Mal auf. Aber ihr seht es ja gerade, also müsste der Sound eigentlich ganz gut geregelt sein. Ganz ehrlich, das Problem ist wirklich nur, ich weiß jetzt halt, was passiert. Deswegen bin ich, also erzähle ich und dabei mache ich jetzt hier gerade auch nochmal Hischhasch. Ganz rasch was. Und lese nicht alles so vor, was unten so steht, dass, weil ich jetzt halt lieber erzählen will. Also Schlösser hatten wir, glaube ich, auch noch kein einziges Mal, oder? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Okay, das war jetzt ziemlich einfach so. Auf jeden Fall habe ich dann ein zweites Mal aufgenommen. Das wollte ich aber auch nicht zumuten, weil man da meine Stimme überhaupt nicht gehört hat. Richtig geile Sache. Richtig geile Sache war, das wollte ich eigentlich sagen. Und jetzt nehme ich das dritte Mal auf. Aber ich werde nur eine einzige Folge aufnehmen, weil die ja heute auch schon raus muss. Deswegen mache ich nur eine einzige Folge. Ich denke, dann geht das schon. Okay, warte. So. Okay, Birkenholz, Langbogen, Birkenholz, Flammburg, ja. Also ich war hier jetzt, also ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Wenn nicht, dann ich war hier an diesem Punkt schon zweimal. In den beiden Aufnahmen, die ich dann verkackt habe. Und war, wenn wir jetzt 1,5 Stunden, also die nächsten Folgen, werde ich alles wissen, was passiert. Deswegen kann ich euch sagen, dass das, was gerade in den Truhen war, noch nicht so gut war. Ich hatte da bessere Sachen. Ich hatte zum Beispiel einmal ein Langschwert mit Verzauberung, ich glaube, das war Schockschaden und Eis. Das war richtig cool. Und Bann in der Truhe, die habe ich nie aufbekommen, weil ich das nicht verstanden habe. Wir können es nochmal probieren, okay? Okay, ja, ich weiß es noch nicht. Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, ich kann das nicht. Also für den Bann. Hä, verstehe ich nicht.
wahrscheinlich nie hinbekommen. Okay, gut, ja. Okay. Aber jetzt können wir sie wenigstens öffnen, das ist ja... spielend durch. Okay, die müssen wir uns gleich mal angucken. Ja, ich glaube, das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Erzählen so richtig. Also auf jeden Fall werde ich jetzt die nächsten Folgen wissen, was passiert. Nee, es passt doch gar nichts mit Erzählen. Also, es kommt noch auf uns zu... Wow. 29, warte. Was macht unser Stab? 17. Alter, was ist das denn für... Alter... Übertreiben. Okay, was haben wir jetzt? 8. Oh, 14. Okay, rüsten wir auch mal aus. Wir hatten, glaube ich, noch nie einen Hammer. Ich hatte in den zwei Aufnahmen, die ich verkackt habe, auch keinen Hammer. Bin ich mal gespannt. Boah, okay, gut. Jo, das ist okay. Ist okay. Ist okay. Ja, die Folgen werden in nächster Zeit, diese Folge noch nicht, aber in nächster Zeit werden die Folgen wieder etwas länger gehen. Also ungefähr die nächste Folge wird wieder etwas länger gehen. Die Viertelstunde, ich habe mir das ausgerechnet, da dieses Spiel ungefähr 200 Stunden, wenn man alles mitnimmt, und das versuchen wir natürlich, spielt, also dauert das Spiel auf jeden Fall 200 Stunden, glaube ich zumindest, weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Ich glaube es zumindest. Kann auch weniger sein. Bloß wenn das wirklich 200 Stunden dauert und ich jeden Tag eine Folge 15 Minuten hochlade, würde das bedeuten, dass ich noch in 2 Jahren an diesem Spiel sitze. Und da habe ich keinen Bock drauf, denn dann bin ich schon etwas älter und ich weiß nicht, ob ich das Spiel dann noch spielen will. Ob es dann... Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Irgendwann... Ne? Ja. Deswegen werden die Folgen in nächster Zeit... hoffentlich eine halbe Stunde gehen. Und ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffe, aber vielleicht 2-mal am Tag. Das könnte ein bisschen knapp werden, aber dann würde ich da weniger als 1 Jahr dran sitzen und länger will ich, glaube ich, an einem einzigen Spiel noch nicht dran sitzen. Weil das wäre ein bisschen scheiße. Das wäre ein bisschen doof. Und ich bitte euch, für die nächsten Folgen einfach zu vergessen, dass ich das jetzt schon alles weiß, so ungefähr was passiert. Und ich will es auch vergessen, weil dann bringt es mir auch mehr Spaß. Und ja, ich habe jetzt, vielleicht ist der Sound jetzt so also an die, die... Ja, lol, was kommt denn da draus? Das sieht irgendwie cool aus. Für die, die den Kommentar geschrieben hat mit dem Sound, es könnte jetzt angehen, dass er wieder ein bisschen leiser ist. Aber dann bin ich mir wenigstens jetzt sicher, dass ich nicht... zu leise bin und der Sound zu laut. Also lassen wir es einfach mal erstmal dabei. Ja, okay, gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Stufenaufstieg und spielen jetzt einfach ganz genau gleich weiter. Das war jetzt schon über die Hälfte der Folge. Ich werde jetzt erstmal wieder noch Viertelstunde machen. Und ja. Wir machen einfach mal den Stufenaufstieg, unseren ersten Stufenaufstieg. Und okay, hier kann man also verschiedene Sachen machen. Alchemie finde ich immer ganz geil wegen den Reagenzien und ich hab schon bei Guild Wars 2 immer voll geliebt. Mit den Berufen und so, da brauchte man halt auch Alchemie. Schmiedekunst, weiß ich nicht. Sinneschärfe. Gegner und andere Charaktere werden auf der Umgebungskarte angezeigt. Machen wir mal. Den Rest, wir haben ja noch Zeit, ne? Aber es kann echt noch ein bisschen länger dauern, wenn man jetzt so anguckt. Hier ist alles immer... 4-3-3, also 3-3, 6, 10, 10, 10 und das sind 9. Das wird 90 Punkte müssen wir verteilen bei jedem, ne, bei jedem Level up. Kriegen wir nur einen Punkt. Das bedeutet, Level 90 müssen wir schon werden und ich glaube, man levelt hier nicht sehr schnell. Also wird das wirklich noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, Alchemie und Sinnesschärfe machen wir mal das mit dem Bann. Das war gerade das mit der Truhe. Ich weiß nicht. Wir können jetzt, also das haben wir jetzt schon freigeschaltet, wegen, weil wir dieser Yorzalfa sind oder so, das war ja bei der Charaktereinstellung so, da war Bann auf 2 und das bedeutet, dass man 2 Versuche hat, okay? Was kommt auf 3? Verringert die Schwierigkeit beim Bann magischer Schutzzauber. Ja, ich muss mir nochmal angucken, wie das geht. Ich weiß nicht, irgendwie, weil ich glaube, da ist manchmal auch gar kein so schlechter Stuff drin, deswegen sollten wir das schon wissen, aber okay. Wir haben jetzt einfach mal Sinneschärfe gemacht und bestätigen. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsding. Ja, Skill Tree. Finde ich hier ganz cool gemacht so. Und wir leveln erstmal bei Macht, weil wir auch hauptsächlich so mit Langschwert und sowas arbeiten. Und
ich weiß jetzt schon ein bisschen Bescheid, deswegen will ich auf das hier sparen, auf das Beben. Das habe ich von Anfang an gesagt, weil ich das irgendwie, also ich mag diese Effekte voll gerne und ich weiß, wie das aussieht. Und wenn dann Spitzen aus dem Boden kommen, wie man hier schon auf dem Bild sieht, ist schon cool, ne? Ja. Deswegen müssen wir erfordert 5 Punkte in Machtfähigkeit. Das ist Macht. Also leveln wir hier einfach mal rein. Wir haben ja jetzt einen Hammer. Wir leveln einfach mal einen Hammer. Das hier und das hier. Und bestätigen das Ganze. Ja, und das war's eigentlich, glaube ich, auch schon mit dem Leveln. Rüstung haben wir auch noch. Oh, eine primitive Baumwollkutte. Ihh, sieht aber scheiße aus. Nee, würde ich aber unser Gesicht lieber haben. Also das finde ich, sieht aber wirklich nicht so schön aus. Die verbeulte Kyras macht 12. Okay. Zerrissene Robe 15. Wie viel macht das hier? Warte, wie viel macht das da? 8. Ja, okay, gut. Das lohnt sich nicht. Schlechte Beinschiene. Okay. Ey, so mit der Rüstung, da haben wir wirklich noch nicht allzu gute Sachen da. Birkenholz. Was ist das denn? Birkenholzschild. Wir brauchen bitte schon Birkenholzschild. Ah, wir haben ein knappes Ring, den wir von dem lieben Troll bekommen haben. Noch gar nicht angelegt. Plus 5 Leben. Ist gut, dass wir das jetzt mal machen. Und ja, ich beende diese Folge, die jetzt wieder etwas kürzer war. Also genauso kurz wie die anderen ungefähr auch. Aber die nächsten Folgen werden auf jeden Fall länger. Und, ah, ich habe noch was vergessen. Dieses Intro quasi von Klingis Amalu, was die ganze Zeit da drin gespielt hat, die vier Folgen, waren eigentlich auch ganz gut zum Ausprobieren, denn das war eine Aufnahmesession. Ich habe alles hochgeladen und habe auch schon bei der hohen Aufnahme, noch nicht gerendert, bla bla blub, gemerkt, dass das ziemlich verpixelt war und die Bewegung, ich konnte richtig scheiß Thumbnails machen. Weil ich mache das immer so, dass ich das aus der Aufnahme dann raus screenshotte und da ging das immer nicht, weil bei jeder Bewegung mussten die Pixel neu geladen werden und das kam deswegen, weil beim Aufnahmeprogramm die Bitrate extrem niedrig war. Was machen diese Tuata so weit westlich? Ja. Ich habe die jetzt mal von maximal 1000 auf 15.000 gemacht. 20.000 hatte ich auch, aber da hat es ein bisschen hakelig, also minimal wirklich nur, aber dann habe ich lieber gedacht, machst du 15.000 und dann geht das. Dann geht das schon. Weil sonst fand ich das irgendwie nicht so cool, als ich mir das dann angeguckt habe. Vielleicht habt ihr das auch gemerkt, so, dass auch wenn man in 1080p guckt, dass es nicht so richtig aussieht wie 1080p. Hab ich zumindest so ein bisschen gedacht. So. Und deswegen habe ich jetzt mal die Bitrate ein bisschen höher gestellt. Also das war bis jetzt alles ein bisschen mehr gut, also ein bisschen mehr schlecht als gut, aber ich hoffe, jetzt geht das besser mit den Sound, mit den Qualitäten der Videos, mit der Länge und wir sehen einfach mal, was in den nächsten Folgen noch so passiert. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis dann und tschüss.